Willkommen auf Crockett's Hobby-Kanal. Heute geht's verspätet weiter mit meinen Flohmarktfunden vom 4.11.23. Ich habe noch gedacht, ich komme noch irgendwie auf einen Flohmarkt, aber irgendwie hat es nicht mehr geklappt und ich hatte auch keine Lust mehr bei dem Wetter. Ja, daher ist es jetzt bei den wenigen Funden geblieben letztes Jahr. Beginnen wir mit dem größten Modell hier hinten. Ein altes McLean-Modell, ein Ford Osi, die Kamera, ja, da ist sie, Osi 20 MTS, mit gut Patina, die Felgen sind auch schon gut angerostet, die waren mal Chrom original. Aber er hat noch alle vier Glasdiamanten drin vorne. Sehr schön. Hinten noch das Nummernschild. Sieht fast aus wie ein Manta A von hinten. So ein bisschen. So, Motorhaube ging auch auf. Jawohl. Das Kuriose an dem Modell, es ist ein sehr altes Aero-Modell. Warum? Er hat die Bodenplatte vom BMW 2000 GS, oder was, CS. Ja, die Bodenplatte war offensichtlich identisch mit dem Ford ISO. Ja. War ich erstmal schwer irritiert, wie so, das ist doch kein BMW. Steht ja auch sogar drauf hier, Osi. Habe ich mal nachgeguckt. Die Bodenplatte des BMW 2000 CS ist wirklich identisch mit der vom Ford Osi. Ist auch noch original vernietet, wie man hier sehen kann. Die wurde nicht nachträglich irgendwie getauscht. Kamera. Ja. Also. Da ist nichts manipuliert worden, das ist einfach nur quasi vorne ist Schraube original, hinten vernietet, vorne Schraube, das gehört so. Ja, daher ein altes Aero-Modell. Dann haben wir noch zu öffnende Türen. Und ja, bewegliche Rücklehnen, wie man das auch von alten Sico-Modellen kennt. Ja, recht cooler Fund und mit einer schönen Patina. Ich liebe ja Modelle, wo die Patina so richtig schön dazu passt. Der Maßstab ist 1:43 in dem Fall, steht aber jetzt nicht drauf. Schönes Ding, findet man nicht so wirklich öfter, wie soll ich sagen. Dann kommen wir zu drei Sikus. Zum ersten den lichtgrünen, hellgrünen VW Passat mit den schönen alten Siko-Rädern, noch ohne Siko-Schriftzug drauf. Innenausstattung in Rot, ist die etwas seltenere Variante. Meistens war die weiß. Tja. Noch sehr gut erhalten. Minimale Lackabplatzer. PS, 4 Zylinder.
Ja, hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. In der grünen Variante. Ich habe ihn als Polizeiwagen und als ADAC-Fahrzeug, meine ich. Aber in grüner Zivilvariante hatte ich noch nicht. Dann kommen wir zu einem Oldsmobile von Siku. Oldsmobile Toronado. In der späteren Variante mit den größeren, dicken Rädern schon und geschlossenen Scheinwerfern. Ja, da wollte man einfach ein bisschen an der Produktion sparen. Man hat die Scheinwerfer zurückgebaut. Und wiederum hat man für die größeren Räder, original hat das Modell, also in der Erstauflage hat das Modell die kleinen schwarzen Räder, die dünnen schwarzen. Ja, später hat man die ersetzt gegen diese hier, diese dicken. Dafür hat Siko sogar Custom-Arbeiten vorgenommen sozusagen. Man hat für die, damit die Räder reinpassen, den Radkasten vergrößert. Wenn ihr mal die erste Variante und diese Variante nebeneinander haltet, werdet ihr wissen, was ich meine. Ja, hier haben wir auch noch eine schöne Innenausstattung. Auch anders bei dieser Variante, es gibt hier keine klappbaren Rücksitzlehnen mehr, wie bei der Erstauflage. Also man hat hier ein bisschen den Sparmodus angesetzt. Ja. Keine klappbaren Rücksitzlehnen mehr, also Rücklehnen. Und die Scheinwerfer hat man sich gespart. Tja, und dafür größere Felgen und die Radkästen größer gemacht. Also im Prinzip zumindest von den nicht mehr vorhandenen Scheinwerfern und größeren Radkästen her ein Custom-Modell, weil es ja so nicht mehr original von Siko gewesen. Haben die das selbst als Custom-Modell rausgebracht? Möchte ich mal so sagen. Ja, Lack ist noch ziemlich gut, wie ihr seht. Ja, für das Alter wirklich noch ein super Zustand. Das ist wirklich eine minimale Patina. Tja, V-Nummer 267. Da hinten noch das Loch für die Anhänger der alten Varianten, die man da so durchstecken musste. Ja. In dieser neueren Variante mit den größeren Rädern hatte ich noch nicht. Dann musste der mit. Dann kommen wir zu den schönen alten Peterwagen. Nicht die ganz alte Ausführung, nein, das ist der Nachfolger, so Mercedes-Benz 250, V-Nummer 309. Hier mit Siku-Schriftzug schon auf den Rädern. So. Habe ich schon als rote Zivilvariante gehabt und als Taxi im Neuzustand. Peterwagen fehlte mir noch. Da gibt es ja zwei Varianten von. Ich habe jetzt erstmal diese mitgenommen. Schöner alter Siko-Peterwagen. Herrlich. Und dann kommen wir zu einem, ja, mein ersten Modell von Tomica, was ich gefunden habe. Ein Mercedes 450. Ja, SEL aus dem Jahre 76. Maßstab 1 zu 67. Etwas
Patina, der Stern fehlt leider. Ja. Aber ansonsten steht er noch gut da. Hinten ist wahrscheinlich die Niete etwas zu hart reingehauen worden. Und die Bodenplatte hat sich etwas verbogen. Ein bisschen Luft dazwischen, aber ja, das ist ja schon ein Werkserror, wenn man so mal sagen möchte. Ja. Die typischen einfachen Tomica-Räder, wie sie auch noch heute verwendet werden für die einfacheren Modelle. Ja, witzigerweise habe ich vor diesem Original-Tomica habe ich mal eine quasi No-Name-Kopie davon gefunden. Ja, nur das Original von Tomica. Sehr schön. Ja, das waren auch die Funde. Das waren schon die Funde vom 4.11. Jo, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dein Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Crockett. Ciao.